Spenden für den guten Zweck. Beim westfälischen Charity Golf Cup am Wochenende auf dem Golfplatz Wilkinghege hieß es, mit möglichst wenig Schlägen das Runde ins ebenfalls Runde zu befördern. Insgesamt 80 Business-Golfer traten dabei auf dem Golfplatz im sportlichen Wettkampf gegeneinander an und zeigten ihr Können. Am wichtigsten dabei, den kleinen Ball für einen großen Zweck schlagen. Gespielt wurde nämlich für den Deutschen Kinderhospizverein e.V. Der Erlös kommt damit der Betreuung von lebensverkürzend erkrankten Kindern und deren Familien zugute. Zusätzlich wurde für den neuen Elefantenpark im Allwetterzoo das Eisen geschwungen. Und auch prominente Gäste waren dabei. Jens Nowotny, ehemaliger Fußballnationalspieler, und Jörg Adler, Zoodirektor im Allwetterzoo. Veranstaltet wurde das Golfturnier vom Mut-Symposium, dem Zukunftsforum für Unternehmer im Münsterland. Abgerundet wurde der Tag mit einem Abendprogramm und Musik von Genesis Classics mit Ray Wilson. Sport, Spaß und Spenden waren am Ende also sehr gut zu vereinbaren.